Hallo und willkommen auf meiner kleinen Hühnerfarm mitten im Winter. Es ist bald Weihnachten 2020. Und schauen wir mal nach, wie es unseren Hühnern geht. Jetzt gleich ein Blick in den sogenannten Scharrerraum. Der Hühnerstall ist gesamt 64 Quadratmeter groß und die ersten 15 Quadratmeter hier sind der Scharrerraum. Im hinteren Teil sieht man den eigentlichen Hühnerstall, der ebenfalls dreigeteilt ist, um einfach eine bessere Luftzirkulation durchzuführen. Die Hühner bekommen in der Zeit besonders gehaltvolles Futter, biologische Äpfel aus meiner Heimat der Steiermark. Wir sind ja das Apfelland schlechthin. Ja, und hier sieht man die Wassertöpfe, die stehen alle auf Heizplatten. Ich stelle immer zwei Heizplatten mit den dazugehörenden Töpfen auf, wenn ein Huhn zum Beispiel zufällig einen Topf umwirft, damit immer genügend Wasser zur Verfügung steht. Wie bringt man seine Hühner gut durch den Winter? Ich habe mit diesem Scharrerraum wirklich gute Erfahrungen gemacht und mein bestes Mittel, um die Hühner gesund zu erhalten, ist schlicht und einfach Apfelessig. Man kann natürlich auch Tafelessig verwenden, aber Apfelessig ist doch um eine Spur gesünder und gehaltvoller. Ich mache es so, dass ich auf eine 10 Liter Gießkanne mindestens einen Viertel Liter Apfelessig dazugebe. Eben seit ich dieses Apfelessig-Wassergemisch den Tieren zum Trinken anbiete, habe ich seit mehreren Jahren keine einzige Henne mehr im Winter verloren, durch Krankheit wie Schnupfen oder dergleichen. Ich kann dir nur wirklich ans Herz legen, dass du deinen Hühnern dieses Essigwasser anbietest. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen, dass die Eier plötzlich nach Essig schmecken würden. Auf keinen Fall, das ist nicht so. Und du brauchst dir auch keine Sorgen zu machen, dass deine Hühner dieses Wasser vielleicht nicht trinken würden. Es dauert ein paar Stunden und dann kommt die Henne im wahrsten Sinn des Wortes auf den Geschmack. Ein Huhn ist sowieso ein Tier, das in erster Linie sein Futter und natürlich auch das Wasser aufgrund von optischen Reizen erkennt und zu sich nimmt. Also der Geschmack kommt erst in zweiter Linie, wenn überhaupt. Hühner im Winter bekommen bei mir immer Auslauf, auch durch den Schnee, sie ziehen sich ihre Spuren. In diesem Sinne danke wieder für dein Interesse. Vielleicht abonnierst du mich und motivierst mich mit einem Daumen hoch von dir. Ich wünsche dir täglich Weihnachten, Weihnachten in deinem Herzen, nicht nur einmal im Jahr. Lass dich niemals unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.